wo befinden sich denn in politischen Systemen politische Parteien, dann müssen wir einfach besser verstehen, was eine politische Partei ist, was am leichtesten dadurch geht, wenn man ein wenig in die Geschichte blickt. Anschließend, nachdem wir auch auf die Geschichte von Parteien geblickt haben, ist es die übliche wissenschaftliche Aufgabe, das, was in der Gegenwart vorhanden ist, in angemessener Weise zu sortieren, was für Arten von Parteien gibt es und warum genau diese, was sind die Prägefaktoren von Parteien, was leisten Parteien für ein politisches System. Und wenn wir das alles gut besprochen haben, dann wird man wohl verstehen, weswegen Parteien etwas anderes sind als das, was für naive Leser des Grundgesetzes sie wären. Denn da steht drinnen, die politischen Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Und daraus schließen manche Parteien hätten sowas wie eine politische Bildungsfunktion und nicht mehr. Aber was sie wirklich tun, ergibt sich schon aus dieser ersten Folie, der Bauplan eines politischen Systems. Wo sind da politische Parteien? Und die Antwort lautet überall. Überall. Sie sind in der Gesellschaft dort ehrlich gesagt zu wenig. Sie machen Inputs in das politische System, sie betreiben das politische System, die wichtigsten Parteiführer besetzen die wichtigsten Positionen im Staat und Parteien sorgen auch dafür, wenn sie ihren Job gut erfüllen, dass die Bürger verstehen, warum sie die Parteien welche Politik machen und für das, was sie dann mit Überzeugungskraft oder ohne Überzeugungskraft erklären, werden sie am Wahltag belohnt oder bestraft. Was sind Parteien? Und ich hoffe, Sie haben gemerkt, dass Definitionen zur Kenntnis zu nehmen zwar dröge sein kann, aber nicht dröge sein muss, weil in Definitionen vieles vom Gegenstand her zu verstehen drinnen ist. Parteien sind was Dauerhaftes. Parteien sind öffentlich agierende, wahrscheinlich soziale Gebilde. Parteien sind soziale Gebilde, die bei Wahlen Kandidaten präsentieren. Und was sind sie nun? Ach ja, organisatorische Zusammenschlüsse. Aha, wer schließt sich da zusammen? Ja, Leute wahrscheinlich, Leute, die sozial und oder interessenmäßig und oder ja was denn und oder durch gemeinsame politische Ziele verbunden sind. Also Leute, die eine gleiche Soziallage haben, aus der sich gemeinsame Interessen ergeben können, die gemeinsame politische Ziele haben, sie verbinden sich dauerhaft, wollen öffentlich agieren, wollen bei Wahlen Kandidaten präsentieren. Und was wollen sie im Grunde tun? Sie wollen in einem politischen System danach streben, die Ausübung von politischer Macht und Herrschaft in ihrem Sinne zu gestalten. Parteien gehen auf Macht aus. Und wer das entdeckt hat, der hat eine ebenso intelligente Leistung vollbracht wie jener, der herausgefunden hat, ein Kreis habe keine Äckern. Parteien sind Machterlangungs- und Machtgenerierungs- und Machtverwaltungsmaschinerin. Und damit sie Macht ausüben können, müssen Sie an die Schalthebel der Macht. Parteien sind Organisationen von Leuten, welche die politischen Führungspositionen besetzen wollen. Und wenn Sie das nicht wollen, politische Parteien, dann sind Sie genauso nützlich wie ein Hund, den man zum Jagen tragen muss. Und obendrein sind Parteien Interessengruppen, von denen wir in der letzten Stunde gehandelt haben, Interessengruppen in eigener Sache. Sie setzen ihre eigenen Interessen um. Tja, seit wann gibt es denn so etwas, dass Leute nach politischer Macht und ihrer Ausübung streben? Was es immer schon, seitdem wir über Politik Aufzeichnungen, Nachrichten, Dokumente haben, gibt, das sind Gruppierungen von Leuten, die um Einfluss und um Ämter konkurrieren. Wobei die Ämter davon abhängig sind, was für ein politisches System man hat. Die Ämter, um die man im pharaonischen Ägypten konkurrierte, sehen anders aus als die Ämter, um die man in der chinesischen Tang-Dynastie konkurrierte. Und die sehen anders aus als die Ämter, um die man in der DDR konkurrierte, freilich auf etwas anderen Weisen als gleichzeitig in der Bundesrepublik Deutschland. Wir kennen diese Gruppierungen unter Namen wie Clans. In heutigen Staaten im globalen Süden ist es ganz normal, dass Clans ihre Auseinandersetzung um politische Macht betreiben. Es sind konkurrierende Dynastien, wie die von der Weißen und der Roten Rose in den englischen Rosenkriegen. Es sind Klientelgruppen von mächtigen Leuten. Es sind Verschwörer. Und hier kommen einige Beispiele. Im alten Rom die Senatorenpartei gegenüber der Partei der Plebs. In Byzanz die Partei, die kaiserfreundlich war.
Das waren immer die Grünen gegen jene, die in Opposition zum Kaiser standen. In Italien die Ghibellinen, die auf der Seite des Kaisers standen, gegen die Guelfen, die auf der Seite der päpstlichen Konterautorität standen und so weiter und so fort. Diese Dinge nennt man, wenn man einen abstrahierenden Namen braucht, sehr häufig Parteiungen. Und diese Parteiungen, Gruppen von Menschen, die um Macht konkurrieren, unterscheiden sich von den modernen Parteien, über die zu reden ist, in einer Reihe von höchst wirklichen Merkmalen. Das machen wir uns am besten klar, indem wir nochmal die Definitionsmerkmale von Parteien auflisten und sehen, wo der Unterschied zu Parteiungen besteht. Das sind keine dauerhaften Organisationen. Die Verschwörer tun sich zusammen, um den König, den Sultan zu beseitigen. Und ist er beseitigt, ja, dann löst sich die eigene Verschwörergruppe auf. In der Regel dergestalt, dass nun jene, die sich unter den Verschwörern schlecht behandelt empfinden, ihrerseits zum sich Verschwören gegen den bisherigen siegreichen Oberverschwörer verschwören. Sie agieren nicht öffentlich. Verschwörer agieren ohnehin nie öffentlich. Klientelgruppeneinfluss macht man am besten auch nicht öffentlich. Ja, um Wahlen ging es auch lange Zeit nicht, denn Wahlen gibt es halbwegs flächendeckend und politisch relevant erst in Europa im 19. Jahrhundert. Kandidaten werden schon präsentiert. Das ist der, von dem wir glauben, dass er Kaiser werden soll, sprach die römische Armee zu Trier und erhob den Feldherrn Konstantin zum Kaiserprätendenten. Aber um Wahlen geht es nicht. Zusammenschlüsse sind es auch, aber die Merkmale einer Organisation mit klarer Mitgliedschaft, klarer Struktur, vielleicht sogar noch einer Satzung, all das haben diese nach Macht strebenden Gruppen über den weitesten Teil der Geschichte hin nicht gehabt. Es geht bei Parteien um die Ausübung öffentlicher Macht, also Macht, die in einem Staat vor aller Augen und idealerweise für alle ausgeübt wird. Bei den Parteiungen geht es auch um Macht hinter den Kulissen. Am chinesischen Kaiserhof lange Zeit üblich. Die Obereunuchen, die Obergelehrten, sie versuchen den Kaiser als Sprachrohr ihrer eigenen Wünsche zu verwenden. Öffentlich agiert der Kaiser. Das eigentliche Machtspiel vollzieht sich aber hinter den Kulissen. Und dass solche Machtgruppen offen agieren, ist auch nicht die Regel. Noch einmal beim Verschwörerbeispiel bleibend, es macht nicht viel Sinn, dass Verschwörer öffentlich ankündigen, wir wollen demnächst heimlich den König ermorden. Sie agieren im Geheimen und in all diesen Dingen unterscheiden sich Parteien von den Parteijungen in ganz wichtiger Weise. Es geht um Dauerhaftigkeit. Parteien streben danach, auf Dauer da zu sein und Politik zu gestalten. Das schaffen nicht alle Parteien, in Frankreich kommen und gehen die Parteien, in Italien auch. Die älteste, erfolgreichste Partei der Welt ist die deutsche Sozialdemokratie. Und sie hat eigentlich den festen Willen zu bleiben. Drücken wir ihr den Daumen oder sämtliche Daumen, dass es ihr auch gelingt in den gegenwärtigen Turbulenzen. Das, was Parteien von diesen alten Parteien unterscheidet, ist, dass sie sich an Wahlen beteiligen. Und es gibt schon einen Hinweis darauf, wie Parteien entstehen. Unter anderem, seitdem Wahlen eingeführt worden sind. Denn das ist der Hauptanreiz dafür, dass aus diesen Parteiungen, die es immer schon gab, der Typ der modernen Partei entstand. Und dann haben wir das offen und öffentliche Agieren, ausgehen auf Öffentlichkeit, Einfluss nehmen auf öffentliche Meinung. Das setzt voraus, dass diese überhaupt erst einmal entstanden ist und dass man in der Öffentlichkeit über Politik frei diskutieren kann. Und umgekehrt ist es die öffentliche Meinung, die der Wahlentscheidung der Bürgerschaft zugrunde liegt. Das heißt, wer Macht ausüben will, muss die öffentliche Meinung auf seine Seite bekommen und für sein Streben nach Öffentlichkeit und ihrer guten Nutzung wird man dann auch in der Politik gratifiziert oder eben nicht, wenn man sich blöde anstellt. Das sind also die besonderen Merkmale von Parteien. Dauerhaftigkeit, Beteiligung an Wahlen, Agieren in der Öffentlichkeit. Und wenn das verstanden ist, dann begreift man tatsächlich allmählich, wie denn Parteien entstehen und warum und im Zusammenhang mit welchen anderen aufkommenden Dingen. Parteien entstehen gemeinsam mit dem modernen Parlamentarismus, sie entstehen gemeinsam mit moderner Gewaltenteilung samt der Entstehung des Rechtes auf Opposition, sie kommen auf gemeinsam mit der modernen Demokratie und ganz wesentlich, sie kommen auf mit dem Entstehen moderner Verkehrs- und Kommunikationsmöglichkeiten.
Und das wollen wir uns dann etwas näher ansehen. Was haben Parteien mit Parlamentarismus zu tun, über den wir ja 2 Stunden lang ausführlich gesprochen haben? Parteien entstehen in den aufkommenden Parlamenten als Gruppierungen von Leuten, die gemeinsame Interessen gegenüber der Regierung, der Krone durchsetzen wollen, und zwar dauerhaft bestimmte Typen von politischen Interessen vertreten wollen. Nicht hier und jetzt eine kurzfristige Koalition, um ein spezifisches kurzfristiges Interesse durchzusetzen, sondern langfristige Interessen, basierend auf großen ideologischen oder halbwegs festen ideologischen Gemeinsamkeiten. Sie entstehen als Parlamentsklubs. In Österreich heißen die Parlamentsfraktionen heute noch Clubs. Und wie ich in der Stunde über Parlamentarismus ausführte, ist der Leitgedanke des freien Mandats eines Abgeordneten das Gegenstück zum imperativen Mandat, wo der Abgeordnete von seinen Wahlkreisbürgern gesagt bekommt, was er im Parlament zu tun hat. Der Leitgedanke des freien Mandats war kein anderer, als dass die Abgeordneten die Freiheit haben müssten, in Parlamenten sich gemäß politischen Überzeugungsgemeinschaften zusammenzuschließen und durch Mannschaftsspiel Macht auszuüben. Die Triebkraft war die praktisch politische Einsicht, dass man sich nur als Mannschaft gegenüber der Krone und ihren Akteuren und ihren Ressourcen durchsetzen kann. Und weil man in der Politik immer schon Gelegenheit fand, etwas anderes zu wollen als andere Leute, war dann auch schnell die Einsicht da, ich besiege eine konkurrierende Gruppe von Interessenträgern in meinem Parlament nur dann, wenn ich zumindest genauso gut organisiert bin, genauso gut zusammenhalte wie die da. Die Voraussetzung, dass das gelang, das ist eben das freie Mandat, die klassische Zitierstelle, das ist die berühmte Rede an die Wähler von Bristol, wo sie hier den ganzen Gedankengang vorfinden, dass Abgeordnete nicht die Abgesandten voneinander feindlich gesinnten Staaten sind, sondern den Auftrag haben, das Gemeinwohl, so wie sie es eben nach ihren politischen oder ideologischen Sichtweisen zu erkennen meinen, verwirklichen. Und eben dieses freie Mandat heißt, dass Abgeordnete sich im Parlament ohne besondere Ermächtigung ihrer Wähler in eigener Verantwortung nach rein politischen Gesichtspunkten fallweise oder in der Regel dauerhaft zusammenschließen können. Freies Mandat und Fraktionsdisziplin sind 2 Seiten der gleichen Medaille. Und das ist etwas, was die meisten nicht auf Anhieb kapieren, sie aber hoffentlich schon, denn in der Stunde über Repräsentation habe ich sehr ausführlich davon gehandelt. Wo geschah das Ganze? In England im 18. Jahrhundert. Im England des 18. Jahrhunderts, als nach dem Dynastiewechsel, den das Parlament herbeigeführt hatte, wo ein Monarch kam, der die Landessprache nicht beherrschte und folglich von seinen führenden Ministern abhängig war, wo ein führender Minister begriff, dass er über Korruption Parlamentsmehrheiten organisieren kann, da begriffen die Unterliegenden, dass sie sich gegen die Korruption des Premierministers am besten dadurch wehren, dass sie sich auch zu einer Mannschaft zusammenschließen. Da fängt Parlamentarismus anzulebern und dort ist eine der Wurzeln von heutigen politischen Parteien. Das zweite Element, der zweite Faktor, der dazu beitrug, dass Parteien entstehen konnten, war die Erfindung des Rechtes auf Opposition. Auch darüber haben wir schon gesprochen, an dieser Stelle offenbart sich seine besondere Wichtigkeit. Man lernte irgendwann, und ich zeige Ihnen gleich noch wann, man lernte zweierlei auseinanderzuhalten. Das eine ist das politische System, das man mögen kann, das aber leider Gottes derzeit von den Falschen regiert wird. Folglich das andere ist die Regierung. Die Regierung und ihre Führungspersonen, die mag man nicht, die hält man für dumm, für das falsche Wollen, für schlechterdings verachtenswert. Die müssen weg. Was nicht weg muss, ist das politische System. Merken Sie, was gigantisch Neues hier entstanden ist. Lange Zeit galten jene, die sich gegen die jeweilige Regierung eines Königs, eines Fürsten, eines Sultans wandten, als Hochverräter. Sie verletzen jene persönliche Treue, welche die Untertanen ihrem Anführer gegenüber schulden. Erst als die Denkfigur da ist, dass das Staatswesen überpersönlich ist, dass man dem Staat gegenüber und seiner Verfassung gegenüber Loyalität schuldet, nicht aber einer konkreten politischen Führungsnase,
Und erst als man begriff, dass aus dem inhaltlichen Streit über den richtigen politischen Weg einem Gemeinwesen etwas Gutes entstehen kann, dass also jene, die Andersdenker, nicht Verbrecher oder Dummköpfe sind, sondern einfach Andersdenkende, die, obschon ich sie für dumm halte, vielleicht auch einmal als blindes Huhn ein Korn finden können. Als diese Gedanken da waren, gab es überhaupt erst den politischen Platz, auf dem im zentralen politischen Entscheidungssystem sich politische Gruppierungen dauerhaft und öffentlich agierend zusammenfinden konnten, um dann politische Macht auszuüben. Das heißt, sehr wohl ist es möglich, treu zu einem politischen System zu stehen, etwa zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, und zugleich die jeweils agierende Regierung für eine Horde von Volltrotteln, im schlimmsten Fall von Volksverrätern, zu halten. Jene, die die Regierung bekämpfen, das politische System aber nicht, wenn es ein freiheitliches ist, die nennt man Opposition, und somit entsteht der politische Platz für politische Parteien dadurch, dass die Denkfigur, dass Opposition etwas anderes ist als Hochverrat oder Aufruf zur Revolution, erst als diese Denkfigur entstanden war, konnten politische Parteien entstehen. Denn genau ab dem Zeitpunkt war es nicht mehr selbstverständlich, dass man politisch Andersdenkende, welche die Regierung bekämpften, als Staatsfeinde behandelte, einsperrte, köpfte, verbannte oder sonst was Unnettes mit ihnen anstellte. Wo geschah das? Ja, genau dort, wo moderne freiheitliche Regierungsweise ganz wesentlich herkommt, im England des 18. Jahrhunderts. Trennung von Government und Constitution ist der politikwissenschaftliche Fachbegriff dafür. Und hier steht noch, dass Hochverrat und Opposition zweierlei sind. Der dritte Faktor, der zu der Entstehung moderner Parteien beitrug, das ist das Aufkommen moderner Demokratie. Schauen Sie, das große Ereignis oder eines der großen Ereignisse in der europäischen Politikgeschichte ist die Französische Revolution. Nach dieser war in Europa nichts mehr oder wenig nur mehr so wie zuvor. Und nach der Französischen Revolution, festgelegt in der Wiener Schlussakte von 1815, und dem Englisch als vorbildlich geltenden Beispiel nachfolgend und auch um in Frankreich die Interessengegensätze zwischen den alten Eliten und den neuen Eliten auszugleichen, entsteht die Übung, dass Parlamente eingeführt werden, die aus zwei Kammern bestehen. Auf dem Kontinent nahm dieses Nachahmen des englischen Parlamentarismus mit Oberhaus und Unterhaus, die ja schon Jahrhunderte an Tradition hinter sich hatte, auf dem europäischen Kontinent nahm das die Form an, dass es ein Herrenhaus gab unter verschiedenen Namen. Da saßen drinnen die Vertreter der alten Stände. Stände im alten Sinn, also Städte, Geistlichkeit, Adel, im sächsischen Fall die Universität Leipzig, in manch anderen Ständen auch die Bauern. Die standen dann aber nicht mehr für das Herrenhaus zur Wahl, sondern für die Abgeordnetenkammer, denn das war die Neuerung. Es gibt Abgeordnete im Parlament, die ihr Recht, im Parlament zu sitzen, nicht mehr ihrer Geburt, ihrer Herkunft oder der Entsendung durch ihre ständische Organisation verdanken, sondern die ihr Recht, im Parlament zu sitzen, der Wahl in Wahlkreisen verdanken. Das sind die Abgeordnetenkammern, Deputiertenkammern, haben auch verschiedene Namen und die werden auf dem europäischen Kontinent fast, wirklich nur fast, flächendeckend. Das nennt sich Frühparlamentarismus. In England bestand er lange schon, auch mit Wahlen für das Unterhaus. Aber jetzt werden auch überall auf dem europäischen Kontinent, Ausnahmen gibt es insbesondere im Osten, in Russland natürlich nicht, Polen war verschwunden. In den päpstlichen Gebieten gab es natürlich auch keine Wahlen, aber dort, wo halbwegs moderne Systeme aufgerichtet wurden, dort gibt es nun periodische Wahlen zum Abgeordnetenhaus. Natürlich mit eingeschränktem Wahlrecht, selbstverständlich nur die Männer. Und unter den Männern natürlich nur jene von Besitz und Bildung. Das war die Denke wie heute bei einer Aktiengesellschaft. Sie haben in der Hauptversammlung so viel Stimmrecht, wie sie Aktien besitzen.
Der Leitgedanke ist, wer kein Kapital ins Unternehmen riskiert, ja, der muss auch wenig zu sagen haben. Wer viel Kapital ins Unternehmen investiert, ja, der trägt ein Risiko und folglich muss ihm auch Entscheidungsvollmacht zugewiesen werden. Deswegen Männer, weil Frauen waren damals vom öffentlichen Leben noch weitestgehend ausgeschlossen, von Besitz und Bildung. Die aber durften gewählt werden mit verschiedenen Wahlrechten. Eingeschränkt, und es gibt dann die große Reihe der Wahlrechtsausweitungen, dann im 19. Jahrhundert in England und so weiter. Deutschland führt als damals modernstes Land das allgemeine Männerwahlrecht für Reichstagswahlen ein. Nach dem Ersten Weltkrieg wird dann in vielen Staaten auch das Frauenwahlrecht eingeführt, in manchen Schweizer Kantonen freilich erst in den 1970er Jahren, so lange dauerte das. Der zentrale Punkt hier ist der, dass wenn Sie periodische Wahlen haben, die so alle 4, 5, 6, 7 Jahre durchgeführt werden, da braucht es Kandidaten. Und diese Kandidaten muss jemand rekrutieren. Die müssen von jemandem angesprochen werden. Oder wenn Sie sich selbst ernennen, dann brauchen Sie ja irgendeine Organisation, die Ihnen im Wahlkampf beisteht, die den Wählern klar macht, dieser Knilch, der ist wirklich euer Wahlkreis-Messias. Und so entstehen gemeinsam mit dem periodisch Werden von Wahlen zu den Abgeordnetenhäusern auf dem Kontinent Wahlvereine. Wahlvereine wie die amerikanischen Parteien, die zwischen den Wahlen auch keine sonderlich dichte Existenz haben, die sich zu den Wahlen revitalisieren, schon bei den Vorwahlen, die im Vorfeld schon Spenden generieren müssen und so weiter, die sozusagen der altertümliche Typ politischer Parteien sind, der sich, wie überhaupt das altertümliche amerikanische System, bis in die Gegenwart hinein gehalten hat. Es entstehen also mit dem Aufkommen des Frühparlamentarismus, dem Aufkommen von Abgeordnetenhäusern, für die es periodische Wahlen braucht, entsteht der Typ des Wahlvereins. Und die politische Praxis hat dann schon nach relativ wenigen Jahren und Jahrzehnten gezeigt, dass es sinnvoll ist, die Wahlvereine nicht nur für die jeweilige Wahl zu organisieren, sondern auch zwischen den Wahlen aufrechtzuerhalten. Dann kann das ganze organisatorische Know-how beibehalten werden und obendrein ist es nicht unvernünftig, den Abgeordneten, die man gewählt hat, während der Zeit, in der sie im Parlament sind, auch auf die Finger zu gucken, um halbwegs dafür zu sorgen, dass sie das, was sie im Wahlkampf in Aussicht gestellt haben, im Parlament zumindest nicht vollständig in sein Gegenteil verkehren. Dass also Parteien darauf achten, was die von ihnen ins Parlament beförderten Kandidaten, obwohl mit freiem Mandat ausgestattet, im Parlament dann tatsächlich tun. Und wann war das? Ja, quer über fast ganz Europa, das moderne Europa, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. All das hätte aber nicht zu den modernen Parteien geführt, wenn nicht zugleich die industrielle Revolution und das aufziehende technisch-industrielle Zeitalter jede Menge von wichtigen neuen Verkehrs- und Kommunikationsmöglichkeiten geschaffen hätten. Schauen Sie, lange Zeit musste man mit Kutschen Post verschicken. Oder man brauchte Reiter, die es aushielten, einen Tag lang im Sattel zu sitzen und herumzugaloppieren, und Pferde, die das aushielten. Man brauchte Poststationen, wo man die Pferde wechseln konnte. Das dauerte natürlich. Und sobald politische Systeme eine bestimmte Größe angenommen hatten, funktionierte es einfach rein von den notwendigen Kommunikationsstrukturen her nicht, dass jene im Parlament mit jenen draußen im Lande in halbwegs enger kommunikativer Verbindung blieben. Die Frage lautet also, wie entsteht die Möglichkeit, auch in großen Staaten Wahlvereine zu dauerhaft flächendeckenden, integrierenden und zum gemeinsamen Handeln befähigten Organisationen zu machen? In Frankreich, in England, in Preußen, das immer größer wurde. Tja, und das ging eben dank der zufälligerweise gleichzeitig aufkommenden Verkehrs- und Kommunikationsmöglichkeiten. Irgendwann wird die Eisenbahn erfunden. Und wird das Eisenbahnnetz ausgebaut. Irgendwann wird das Auto erfunden und setzt sich durch. Irgendwann kann man anstelle von reizenden Booten und von Brieftauben, die auch schon eine wesentliche Erfindung irgendwann gewesen sind, aber relativ unzuverlässig, wenn man ihnen
eilende, dringliche politische Informationen anvertrauen wollte. Irgendwann entsteht der Telegraph, das Telefon, Telefax, Internet, sodass Sie in Echtzeit mitbekommen, was sich tut. Pressekonferenzen von wichtigen Politikern werden im Internet gestreamt, Sie gucken drauf, können in Echtzeit darauf reagieren. Inzwischen wird sogar erwartet, als journalistische Dienstleistung, dass wenn die Angela Merkel eine Pressekonferenz macht, warum sie nach dem Scheitern der Sondierungsgespräche am Montag zurücktritt, dass das gleich in Echtzeit auf Facebook oder sonst wo kommentiert wird und dass über das Getwittere, was sich dann ergibt, gleich die Journalisten wieder berichten. Tja, das alles verändert natürlich die Möglichkeit, eine Partei zu organisieren. Und dann kommt auf die Massenpresse, es kommt auf Radio, Fernsehen, eine gemeinsame, gut integrierte Öffentlichkeit, die jetzt in den letzten Jahren anfängt zu zerfallen, weil sich mehr und mehr Leute in ihren Filterblasen im Internet, in ihren Echokammern im Internet einhausen und vorsichtshalber alles, was es sonst noch an Informationen gäbe, als Ausgeburten von Lügenpresse, verschwörungstheoretischen Plattformen und so weiter von sich weisen. Man könnte es freilich auch klüger machen und wer wirklich gut ist, der macht das auch klüger. Also gemeinsam mit den modernen Verkehrsmöglichkeiten, aufkommend in der industriellen Revolution und in den ganzen technischen Revolutionen bis heute, verändert sich jenes kommunikative und technische Umfeld, in dem Parteien überhaupt mächtig werden können. Halten wir also fest, moderne Parteien sind Hervorbringungen des 18. und 19. Jahrhunderts und werfen wir einen Seitenblick auf anderes, was auch Partei heißt, die Kommunistische Partei der Sowjetunion, die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei und sonstige Parteien. Die Parteien von autoritären Diktaturen, etwa die Falange in Spanien, insbesondere die Parteien von totalitären Diktaturen, sind strukturell nicht wirklich mit den Parteiungen und politischen Parteien verwandt, die da im 19. Jahrhundert und im 18. Jahrhundert entstehen. Sie sind viel enger verwandt mit den christlichen Orden, zumal mit dem Predigerorden, nämlich den Dominikanern, mit dem Orden der schlauen Jungs, den Jesuiten, die eine Zeit lang als Beichtväter der europäischen katholischen Fürstenhöfe jede Menge intensivsten politischen Einflusses ausübten, weswegen der Orden ausgangs des 18. Jahrhunderts auch verboten wurde und einige Jahrzehnte verboten blieb. Orden sind Überzeugungsgemeinschaften von Menschen, die das Gleiche wollen, die wissen warum, die christlichen Ordnung, weil Gott es offenbart hat, ob er genau alles politisch so offenbart hat, wie das in der politischen Praxis ausgelegt wird, steht auf einem anderen Blatt und ist im Moment nicht zu debattieren. Es sind Überzeugungsgemeinschaften wie kommunistische Parteien, bloß dass die religiöse Weltanschauung dort durch eine wissenschaftliche Weltanschauung ersetzt wird. Sie haben eine Gemeinwohlvorstellung a priori und solche Parteien sind Lebensformen an sich und nicht nur Mittel zum politischen Zweck wie moderne politische Parteien. Man ist einfach ein guter, allseitig vervollkommneter Kommunist. Die Schrumpfform gibt es in dem, was man nennt Stallgeruch. Der Typ hat den Stallgeruch unserer Partei oder nicht. Danach gehört er zu uns oder nicht. Und furchtbar sind jene Typen, die mit Parteien bloß rational umgehen. Nur warum eigentlich? Parteien sind Instrumente und mehr sind sie nicht. So viel zur Entstehung von Parteien. Das Ganze kann man nun noch einmal systematisieren. Auf eine Weise, wie es als erster Maurice Duverger, ein wichtiger französischer Politikwissenschaftler aus den 1950er Jahren gemacht hat. Parteien entstehen einesteils von den Parlamenten aus, in dem das Recht auf Opposition eingeführt wurde. Da zerlegt sich dann das Parlament in mindestens zwei oder mehr Gruppen und diese schaffen sich dann auch ihre außerparlamentarischen Anhängerschaften. Jene Klientelgruppen, für die ein parlamentarischer Club sich in besonderer Weise zuständig empfindet. Also so entstehen Parteien aus parlamentarischen Gruppierungen von oben nach unten. Und dann, mit der Einführung von Demokratie, entstehen Parteien auch von unten nach oben über periodische Wahlen und Wahlvereine, die auch zwischen den Wahlen zusammenhalten. Manche Parteien schaffen es dann ins Parlament, manche nicht, ist auch okay. Das ist die Entstehung von Parteien von unten nach oben, sodass voll entfaltete Parteien sowas sind, wie in Tropfsteinhöhlen zu beobachten ist, wenn die Stalaktiten mit den Stalagmiten zusammenwachsen. Dann ist das politische System, also die Decke der Höhle,
mit der Gesellschaft, also sozusagen dem Boden der Höhle, verbunden durch verschiedene politische Parteien. Spannend ist es dann, und dass das Ganze unter den Bedingungen moderner Verkehrs- und Kommunikationsmöglichkeiten sich vollzog, haben wir ausgeführt. Spannend ist dann, wie organisiert man denn das Verhältnis der parlamentarischen Teile einer Partei zu den außerparlamentarischen Teilen einer Partei? Wie macht man denn das? Sollen beide Teile einer Partei klar getrennt sein? Die einen haben eine Parteifunktion, die anderen haben ein parlamentarisches Mandat. Das hielten die Grüne lange Zeit für der Weisheit letzten Schluss, weswegen sie Beschlüsse fassten, dass jene, die Parlamentsmandate innehaben, keine Parteifunktionen haben dürfen. Das schuf eine Reihe von Schwierigkeiten, die ich jetzt im Einzelnen nicht schildern will, weswegen die Grünen weitgehend davon abgekommen sind. Der Leitgedanke könnte ja sein, der Wähler legitimiert politische Parteien, die Abgeordneten haben zwar ein freies Mandat, das muss halt so sein, aber die politische Partei sorgt dann durch innerparteiliche Beschlüsse dafür, dass die Politiker im Parlament, ob schon sein freies Mandat haben, nur so lange sich ihrer innerparteilichen Stellung erfreuen können, wie sie den politischen Vorgaben ihrer Parteien folgen. Das heißt, in das Gewand des liberalen freien Mandates wird ein imperatives Mandat seitens der Parteien, denen ein Abgeordneter angehört, gesetzt. Wenn man die Sache so denkt, kommt man schnell zur Vorstellung vom Fraktionszwang. Die Parteien zwingen die Abgeordneten, ob schon sie ein freies Mandat haben, das zu tun, was sie, die Parteien, wollen. Und die Parteien dürfen das, weil sie, die Parteien, ja vom Volk gewählt sind. Geschickter kann man das wie folgt machen, und so machen es eigentlich die meisten Parteien in den meisten freien Staaten. Sie werden nur dann einen aussichtsreichen Wahlkreis bekommen. Sie werden nur dann einen aussichtsreichen Listenplatz bekommen, wenn sie es in der Partei zu etwas gebracht haben. Das heißt, in die Parlamente gelangen Parteiführer. Die regionalen Führer der politischen Parteien sorgen dafür, dass genau sie so aussichtsreich bei Wahlen platziert werden, dass genau sie, die Führer der Parteien, in die Parlamente gelangen. Folglich haben sie zwar ein freies Mandat, aber sie haften mit ihrem politischen Kopf dafür, dass im Parlament im Wesentlichen die Politik gemacht wird, deretwegen die Partei sie an ihre Spitze gestellt hat. Sie können dieses Experiment derzeit bei der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands aus nächster Nähe besichtigen. Und Sie werden feststellen, es verläuft genauso, wie ich es Ihnen die ganze Zeit erkläre. Denn in den ganzen Vierteljahrhundert, in dem ich diese Sachen lehre, ist es immer so gewesen. Und solange es ein politisches System unserer Art gibt, wird es auch immer so sein. Man verbindet also Gesellschaft und Parlamente über politische Parteien ganz elegant dadurch, dass als Abgeordnete in der Regel formelle oder informelle Parteiführer agieren. Was gibt es denn inhaltlich für politische Parteien? Nun ja, der Hintergrund, um zu verstehen, welche inhaltlichen Ausrichtungen politische Parteien haben, ist die Stabilisierungsleistung des modernen Staates, der so nach den Religionskriegen entsteht. Der moderne Staat, der lange Zeit von der Historikerzunft bezeichnet worden ist als der absolutistische Staat. Der Staat, der fraglos funktioniert, von einer klaren Staatsspitze aus geleitet wird, wo also die gesellschaftlichen Verhältnisse halbwegs geregelt sind, wo nicht der nächste Aufstand droht. Und zugleich ist, sobald das der Staat verstetigt wurde und die Religionskriege vorbei waren, zugleich entsteht die große geistige Bewegung der Aufklärung. Mit dem Gedanken, dass es nicht reicht, politische Macht zu haben, politische Macht muss auch vernünftig ausgeübt werden. Und es gibt auch Vernunftgründe dafür, dass es den Staat gibt, aber nur dann, wenn er vernünftig regiert wird. Also der geistesgeschichtliche Hintergrund für das Entstehen von Parteien und ihren inhaltlichen Ausrichtungen ist, dass Staatlichkeit gewährleistet war
und man anfing, Politik unter dem Gesichtspunkt der Vernunft und der Rechtfertigbarkeit von Politik gemäß vernünftigen Maßstäben oder der Kriterien von Vernunft zu bewerten. In diesem Zustand, Aufklärung, die klar macht, Menschen sind nicht einfach dumm, sie können sich ihres Verstandes bedienen, man muss sie nur lassen und fördern, weswegen Freiheit, Individualität, die Autonomie des Individuums etwas sind, was der Staat zu achten hat. In dieser Denke entstehen als erster Typ von modernen Parteien die liberalen Parteien. Das sind die Parteien, die hinterfragen, ob das, was dank der Stabilisierung des Absolutismus gelungen ist, wirklich der Weisheit letzter Schluss ist. Ob das, was die Fürsten da zusammen regieren, wirklich vernünftig ist. Und die dann darüber hinausgehen und sagen, nein, nicht der Staat soll einfach Vorgaben machen, es braucht Vertragsfreiheit der Bürger, die können dann wesentlich flexibler auf Anforderungen reagieren und so weiter. So entstehen die liberalen Parteien. Und der Liberalismus steht auch ganz wesentlich hinter der Französischen Revolution. Die braucht es jetzt, denn die konservativen Parteien, die entstehen als Reaktion auf die Französische Revolution und das, was sie zu lehren scheint oder tatsächlich lehrt. Es entsteht einesteils der sogenannte Urkonservatismus, seinerseits eine zutiefst reaktionäre Bewegung. Der Urkonservatismus entsteht mit folgendem Leitgedanken: Diese Französische Revolution und ihre ganzen Verheerungen sind doch wirklich furchtbar. Sowas soll sich nicht wieder ereignen. Wer ist schuld an dieser Revolution? Der Liberalismus. Plötzlich gilt die Religion nichts mehr. Plötzlich wird so getan, als ob jeder Hans Wurst, bloß weil er bis drei zählen kann, auch Politik machen könnte. Nicht mit uns. Wir wollen vernünftige Menschen, gottgläubige Menschen an der Macht, und die Macht muss sich durch Tradition legitimieren. Die Vernunft allein, die führt, weiß der Teufel wohin. Das ist sozusagen der Urkonservatismus. Aber der Kern von Konservatismus erschöpft sich nicht in dieser reaktionären Ausgangsposition. Der Kern von Konservatismus ist tatsächlich ein besonderes Verhältnis zur Wirklichkeit. Und dieses besondere Verhältnis zur Wirklichkeit lässt sich so beschreiben: Nicht das Bestehende, das funktioniert, hat sich zu rechtfertigen. Zu rechtfertigen hat sich das Neue, das behauptet, besser zu sein als das Alte. Das ist sozusagen die konservative Grundhaltung. Rechtfertigen muss sich das Neue. Und der normale Konservative schaut dann ganz skeptisch auf alles Neue und reagiert dann mit den typischen Sätzen: Haben wir ja noch nie so gemacht. Woher weißt du das? Da könnte ja jeder kommen. Je nach Machtverhältnissen werden aber doch Neuerungen eingeführt. Die Französische Revolution fand nun einmal statt. Und ei der Daus, es stellt sich heraus, was jeder Evolutionstheoretiker ohnehin weiß: Neuigkeiten sind ab und zu wirklich was Gutes. Sie sind auch erforderlich, um Systeme auf sich verändernde Umstände anzupassen. Kurzum, Konservative mit ihrer vorhin umrissenen Grundeinstellung begriffen irgendwann, dass der liberale Staat nicht des Teufels ist, sondern sogar besser funktionieren kann und gemeinwohlverträglicher funktionieren kann als das Ancien Regime des Absolutismus. Und so erstreckt sich die Bewahrungslust von Konservativen mehr und mehr auf die Errungenschaften des liberalen postrevolutionären Staates. Konservative werden zu Liberalkonservativen, weil sie das Erbe des Liberalismus bewahren wollen. Tja, und damit sind wir schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts. In der Mitte des 19. Jahrhunderts hat die industrielle Revolution schon ihre schauderhaften Seiten gezeigt: massenhafte Verelendung, Proletarisierung, Perspektivenlosigkeit für große Teile der Bevölkerung. Und die Liberalen hatten darauf keine erfolgversprechende Antwort. Die konnten zwar sagen, ja wieso, jeder ist doch frei, ein Arbeitsverhältnis einzugehen. Naja, aber wenn auf einen Arbeitsplatz 10 Leute kommen, die ihn gerne hätten, dann kann ich als Arbeitgeber die Löhne drücken. Also ich gebe den Leuten genauso viel, wie notwendig ist, damit sie ihre Arbeitskraft reproduzieren. Und die Differenz zu dem, was die für mich erwirtschaften, den sogenannten Mehrwert, den streiche ich ein. Die Liberalen hatten darauf keine Antwort. Die Konservativen auch nicht. Die konnten dann nur sagen: Gottes Willen, das sind Ausflüsse
des Liberalismus, wenn es so wäre auf unseren ostdeutschen Gütern, da würden wir für die Arbeiter wie als Gutsherren eintreten. Wir behandeln sie gut, solange die fleißig sind und nicht aufmucken. Aber so schlimm wie in den Fabriken ist es bei uns nicht. Naja, das war auch keine zielführende Antwort auf die Herausforderung der industriellen Revolution. Und so entstehen die sozialistischen Parteien, gründend auf einer Wissenschaftlichkeit beanspruchenden und weitgehend auch sich zu Recht zuschreibenden Analyse des Funktionsprinzips kapitalistischer Gesellschaften. Es ist die Zeit, in der übrigens auch die Sozialwissenschaften entstehen, als Versuch zu begreifen, was geschieht eigentlich mit unseren europäischen Gesellschaften. Es entstehen die sozialistischen Parteien auf beansprucht und zu Recht oft beansprucht wissenschaftlicher Grundlage. Sie wehren sich gegen die Ausgrenzung der neu entstehenden proletarischen Unterschichten und Kehrseite dessen oder Komplement dessen, sie setzen sich für soziale Gerechtigkeit ein. Das taten Konservative auch, aber sozusagen von oben herab, paternalistisch. Jetzt wird soziale Gerechtigkeit von unten nach oben eingefordert. Es muss bloß das Proletariat von der Klasse an sich zur Klasse für sich werden, die ihre Klassenlage auch begreift und auf Mittel sind, sich zu befreien. Und dann eben begreift, alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Wir haben Macht. Dann lautete freilich die Frage, wie setzt man denn diese Macht um? Natürlich gegen die liberalen und gegen die liberal-konservativen Parteien, die sich nicht wirkungsvoll um Unterschichten und soziale Gerechtigkeit kümmerten oder das gar nicht auf ihrer Agenda hatten. Die Frage lautete, soll man die Macht durch Revolution erringen oder durch Beteiligung an Wahlen, an deren Ende man die Macht im Staat friedlich übernehmen kann? Das ist dann die große Wegscheide zwischen den kommunistischen und den sozialdemokratischen Parteien. Die Sozialdemokratie, insbesondere die deutsche Sozialdemokratie, setzte auf Beteiligung an Wahlern und schaffte es auch nach der Revolution. Und sie finden kein sozialdemokratischeres Land auf der Welt als die Bundesrepublik Deutschland. Ein grandioser Sieg der SPD, vielleicht hat sie sich aber auch zu Tode gesiegt. Wie Bayern München, das auch allmählich keinen adäquaten Gegner mehr in der deutschen Fußball-Bundesliga findet. Jetzt sind wir mit der Sozialdemokratisierung schön im Wirtschaftswunderland BRD angelangt in den 1960er und 70er Jahren. Und da zeigte die industrielle Gesellschaft eine weitere problematische Seite, nämlich die Übernutzung natürlicher Ressourcen. Die ganze westliche Welt wurde durchgeschüttelt durch den Bericht an den Club of Rome über die Grenzen des Wachstums. Wie können wir den Planeten auch für kommende Generationen behausbar machen? Das war der Leitgedanke. Und das entzündete sich an der Frage der friedlichen Nutzung der Kernenergie und so weiter. Das muss ich aber im Detail nicht behandeln. Der Punkt ist der, es entstehen dann in dieser reichen, luxurierenden, liberal-sozialdemokratischen Gesellschaft, die sich in ihrer Eigentümlichkeit konservieren will. Es entstehen neue Parteien, ökologische Parteien, die sich gegen alle Parteien richten, die sich nicht um eine Politik der Nachhaltigkeit bemühen. Ehrlich gesagt, auch das war extrem erfolgreich. Inzwischen gibt es keine politische Partei, die nicht das hohe Lied auf Nachhaltigkeit singt. Die Parteien unterscheiden sich im Wesentlichen nur darin, auf welchen Wegen sie glauben, dass Nachhaltigkeit zu erreichen ist, und was sie eben als der Nachhaltigkeit würdig erachten. Damit haben wir eigentlich sämtliche sozusagen fruchtbar gewordenen Parteien aufgelistet. Wir wollen noch kurz blicken auf die reaktionären Parteien, die auch zeitweise die europäische Parteiengeschichte geprägt haben. Vom Urkonservatismus als reaktionäre Partei habe ich schon gesprochen. Das war die Reaktion auf den Siegeszug des Liberalismus. Die andere Reaktion war die des Faschismus. Der liberale Staat, in dem sozialistische Parteien stark geworden waren, er befindet sich in einer Plausibilitäts- und Steuerungskrise ausgangs des 19. Jahrhunderts, übertüncht durch die Erfolge des Imperialismus, der die europäischen Länder besonders reich macht, aber eben konfrontiert mit dem Problem, dass es eine große Arbeiterklasse gibt, für die im liberalen Staat so richtig nichts vorgesehen ist. Eine Partei wie die kommunistische Partei, will er den liberalen Staat auch revolutionär beseitigen, wogegen alle jene, die ihre Aktien auch im Wortsinn im liberalen Staat haben, natürlich vorgehen. Es ist Blockade da.
Wie geht man gegen die aufbrausende Macht der neuen Unterschichten vor? Die Antwort des Faschismus ist es, man braucht das Bündnis der Arbeiter der Faust mit den Arbeitern der Stirn. Man braucht einen starken Staat, aber dieser Staat soll nicht in der Hand der alten Eliten sein. Er soll auch nicht in der Hand der Liberalen sein, denn die wären nicht fertig. Es braucht eine starke Regierung, welche die Leute mit den unterschiedlichen Interessen seiner Volksgemeinschaft zusammenführt. Das ist auch der Denkkontext des neuständischen Denkens. Die Gesellschaft hat nun mal die Arbeiter und die Bauern und die Gelehrten und die Lehrer und die Militärs. Alle haben ihren notwendigen Platz in der staatlichen Ordnung. Sie müssen bloß in ihren Interessen gegeneinander austariert werden und dafür braucht es eine starke Regierung, die mit eiserner Faust alles, was die Stabilität des Staates gefährdet, niederhält. Das sind so Leitgedanken des Faschismus. Der Faschismus, die faschistischen Parteien sind eine Reaktion auf die Krise des liberalen Staates. Und weil der europäische Faschismus in der Katastrophe der Nazi-Diktatur und des Zweiten Weltkrieges mündete, sind insbesondere in Deutschland diese Denkfiguren dann lange, lange Zeit nicht mehr salonfähig geworden. Was wir unter dem Begriff Querfront derzeit beobachten, sollten wir irgendwann in diesem größeren Kontext debattieren, aber nicht jetzt. So, was ist aus dieser von mir beschriebenen Geschichte nach meinen persönlichen Überzeugungen, die ich hoffe, mit Ihnen zu teilen, vernünftig? Dass es die Errungenschaften des Liberalismus zu bewahren gilt, also die liberal-konservative Position, die halte ich für grundvernünftig. Ich meine auch, dass die Kernposition des Sozialismus, nämlich für jeweils neu entstehende Unterschichten und für soziale Gerechtigkeit einzutreten, rundum richtig ist. Und obendrein gibt es keinen Zweifel, dass die Grundposition ökologischer Parteien rundum richtig ist, nämlich für Nachhaltigkeit auf möglichst sämtlichen Politikfeldern zu sorgen. Tja, und wer gerätselt haben sollte, wo ich persönlich stehe, heute ist die Stunde der Wahrheit, das halte ich für richtig und das empfehle ich jedem, der in unserem Land oder für unser Land etwas Vernünftiges tun will, als sozusagen die geistige Matrix seines politischen Engagements. So, das gesagt habend, müssen wir jetzt die politischen Parteien, die aus so unterschiedlichen Geistesrichtungen und Reaktionstendenzen herauskommen, inhaltlich überschaubar machen. Eine Möglichkeit, politische Parteien zu gliedern, ist die auf diesem Schema. Es gibt Parteien, die die Freiheit als den obersten Wert ansehen. Das ist die klassische liberale Denktradition. Es gibt die Parteien, die die Sicherheit, die Stabilität des Staates für das Wichtigste ansehen, also Ordnung durch Recht gebändigt. Das ist die klassische konservativen Position. Und es gibt jene, die sagen, naja, was nutzt das schönste Leben, wenn es eklatante Ungleichheiten zwischen den Menschen gibt? Wo dann Gleichheit ein wichtiges Ziel wird. Das ist so eine der klassischen Kernpositionen des Sozialismus. Und in diesem Dreieck kann man sich dann je nach Moden- und Kräfteverhältnis arrangieren. Dann können sich die Konservativen mit den Liberalen zum schwarz-gelben Bündnis zusammenfinden, die Liberalen mit den Sozialdemokraten zu einer sozialliberalen Koalition. Es können sich auch die Konservativen mit den Sozialdemokraten zu einer sogenannten großen Koalition zusammenfinden. Wo bleiben freilich die ökologischen Parteien? Naja, das ist das Problem. Der Vorzug dieses Schemas ist, dass man die politischen Parteien gleichwo nach ihren zentralen Leitideen gliedert. Lieber Freiheit, Gleichheit, Sicherheit. Und man hat kein simples Links-Rechts-Schema, welches sich aus der Gesäßgeografie der französischen Revolutionsversammlung ableitet. Aber es kommen hier einfach die ökologischen Parteien nicht vor. Ein weiteres Gliederungsschema von Parteien ziseliert die alte traditionelle Unterscheidung von links und rechts aus, die sich der französischen Revolution insofern verdankt, als in der revolutionären französischen Nationalversammlung, die jetzt Sie darstellen, vom Präsidenten aus gesehen, die Jakobiner, die Träger der Revolution links saßen, die Lord Siegelbewahrer des Königtums, meistens aus der Gironde stammend, rechts und in der Mitte die Unentschiedenen, bei denen jeder klare Gedanke versumpfte, das war Le Marécage, der Sumpf, die politische Mitte, die genau deswegen verächtlich ist, weil sie keine politische Partei ergreift. Lustig, dass inzwischen alle in der Mitte sitzen wollen, um sich ja für nichts entscheiden zu müssen. Also von daher kommt unser Denken in links-rechts und weil
Liberalismus gegen das bestehende System war, waren zunächst die Liberalen, die Linken. Als der liberale Staat sich durchgesetzt hatte, wurden die sozialistischen Parteien zur Linken. Naja, und wie macht man das heutzutage, wo wir wissen, so einfach ist es nicht? Da weist dieses Schema einen Ausweg. Man unterscheidet zwei Dimensionen, einmal die wirtschaftliche Dimension, man kann wirtschaftlich links sein, also der Staat soll die Wirtschaft im Dienst der Gleichheit und Gerechtigkeit leiten. Man kann auch wirtschaftlich recht sein, das heißt liberal sein. Es sollen die Wirtschaftssubjekte eben überlegen, wie sie sich steuern wollen. Und die zweite Dimension ist die Gesellschaftspolitik. Man kann gesellschaftspolitisch recht sein, der Staat soll mit Macht die Gesellschaft gestalten und ordnen. Man kann gesellschaftspolitisch links sein, nämlich die Zivilgesellschaft soll sich selbst überlegen, was sie will und nach möglichst weitgehenden Formen von Demokratie streben. In dem Schema kann man auch die politischen Parteien gut unterbringen. Sogar die Grünen sind inzwischen gut untergebracht. Der Vorzug ist wiederum die Gliederung der Parteien nach ihren zentralen Leitideen. Und wir haben hier kein eindimensionales Schema, sondern ein klar zweidimensionales Schema. Und ehrlich gesagt, diese Gliederung hat keine Nachteile, weswegen sie eine der üblichen in der Parteienforschung verwendeten Gliederungen politischer Parteien darstellt. Eine dritte Möglichkeit ist etwas ähnlich. Politische Parteien können dafür sein, dass die Wirtschaft mit ihren ganzen Gefahren für Reichtums- und Lebensperspektivenunterschiede durch einen Staat geführt wird, der idealerweise von den Wohlmeinenden, das heißt von Sozialdemokraten und Grünen, geleitet wird. Oder man kann die Vorstellung haben, die Wirtschaft soll sich selbst organisieren, weil die Wirtschaft immer klüger ist als der Staat, der ja gar nicht alles wissen kann, was sie auf Märkten tut. Und der folglich sich Wissen anmaßt bei der Wirtschaftssteuerung, das er gar nicht haben kann, was beim Blick auf sozialistische Staaten ja nicht ganz unvernünftig ist. Und in der zweiten Dimension hat man dann einesteils die Denkweise derer, die sagen, es braucht einen starken Staat, es braucht eine starke, selbstverständliche, uns miteinander verbindende Kultur. Und die anderen, die sagen, na, soll doch jeder nach seiner Fasson selig werden. Es braucht doch keine homogene Gesellschaft, sie kann multikulturell sein. Was ist denn das Problem, wenn man in freier Aushandlung gemäß gemeinsamen Spielregeln wie dem Grundgesetz sich überlegt, wie man das Zusammenleben in versöhnter Verschiedenheit gestalten will? Und nach diesem Schema unterscheidet man dann wiederum Linke und Rechte. Rechts ist autoritär und liberal. Links ist starker Staat, aber liberale Gesellschaft. Und kann dann autoritäre Linke von autoritären Rechten und liberale Linke von liberalen Rechten unterscheiden und dann die politischen Parteien unterbringen. Wiederum ist der Vorzug eindeutig der, dass die Parteien nicht nach einem von außen aufgesetzten Kriterium gegliedert werden, sondern nach ihren zentralen Grundhaltungen zu wichtigen gesellschaftlichen Gestaltungsaufgaben und dass obendrein das Schema verbunden worden ist mit der für Politik so wichtigen Freiheitsdimension. Der Nachteil ist hier einmal mehr, dass für ökologische Parteien sich kein Platz befindet. Frage 1, Frage 2. In der Wirklichkeit vermischt sich alles. Denken Sie an die Stunde über autoritäre Regierungssysteme. Da war ein munteres Durcheinander, weil die Wirklichkeit einfach komplex ist. Und ehrlich gesagt, das ist nicht das beste Schema. Das Schema, das wir davor behandelt haben, ist wesentlich besser als dieses. Aber auch dieses ist im Schwang. Und man redet auch in der politischen Alltagssprache oft von der autoritären Linken, der autoritären Rechten. Und folglich zeige ich es Ihnen. Ich würde es persönlich auch nicht unbedingt weiterverwenden. Bitte. Die Ebene der Transzendenz ist in diesem ganzen Schema da nicht abgebildet, weil in Europa die Vorstellung immer die war, dass die Religion ohnehin ein vergehendes Phänomen ist.
was nicht ganz stimmt. Und zum anderen kann sich Religion ja eher autoritär auswirken oder eher liberal auswirken. Liberal, wenn man es mit dem Grundsatz der Religionsfreiheit ernst meint. Autoritär, wenn man glaubt, eine bestimmte Religion sei nicht nur die einzig richtige, das kann man ja noch glauben, sondern sie müsse auch als einzig richtige gesellschaftlich durchgesetzt werden. Dann kann man es zwischen liberal und autoritär verorten. Es gibt noch ein Gliederungsschema, das immer wieder intensivste, emotional aufwühlende Debatten auslöst, obwohl es eigentlich sehr harmlos ist. Das ist ein Schema, das insbesondere der Chemnitzer Kollege Jesse jahrzehntelang gefördert hat. Der Leitgedanke ist der, dass sozusagen es links und rechts als Dimensionen gibt und Parteien der Mitte gibt und dass man als entscheidendes Kriterium zur Beurteilung von Parteien einführt, wie sie sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung verhalten. Was ja nicht unvernünftig ist, weil er die Geschäftsgrundlage des freiheitlichen Parteiensystems ist. Und da ist der Leitgedanke der, dass es sowohl aus Linken wie aus Mittleren, wie aus Rechten, aus religiösen oder antireligiösen Gründern der Fall sein kann, dass man sagt, die FDGO taugt nichts, weil sie die Frage, was richtig ist, den blinden Mehrheiten unterstellt. Und nicht inhaltlich debattiert, was wahr und was falsch ist. Sodass in dieser Denkweise genauso jemand von links extrem werden kann, also ein Feind der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wie von rechts her und, was Jesse selten sagt, ich aber regelmäßig, man kann natürlich auch von einer Haltung der politischen Mitte aus zum Feind einer freiheitlichen Grundordnung werden, weil man nicht begreift, dass Mittigsein nicht heißt, brav oder harmlos zu sein, sondern Leute in der politischen Mitte können auch voll und ganz verkennen, dass Meinungsstreit das Unterpfand von Freiheit ist. Das, was dieses Hufeisenschema demonstrieren soll, ist, dass sich die Extreme in ihrer Haltung zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung nahe kommen können. Dass sie sich also berühren, was eine alte Sprichwortweisheit ist. Der Nachteil dieses Schemas ist, dass links und rechts inhaltlich unbestimmt bleiben. Was dem einen ein Linker ist, dem anderen ein Rechter. Und zudem legt dieses Schema eine Symmetriebehauptung nahe, dass links sozusagen inhaltlich das Gleiche ist wie rechts. Und das ist nun freilich überhaupt nicht der Fall. Rechten ist in ihrer ganzen von mir beschriebenen historischen Entwicklung her nie der Gedanke nach Freiheit und Gleichheit der zentrale politische Antrieb gewesen. Linken aber sehr wohl. Und deswegen gibt es keine Symmetrie zwischen links und rechts. Es gibt lediglich, sagen wir so, eine Gleichverteilung der politischen Dummheit, die sich gegen die Regeln der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu richten vermag. So, jetzt haben wir die inhaltlichen Ausrichtungen von Parteien unterschieden. Jetzt müssen wir weitersehen, wie kann man nun die Vielfalt politischer Parteien einordnen. Wir sind also beim Blick auf Elemente einer Parteientypologie. Und jetzt kommen die eingeführten Begriffe, die Sie eben kennen müssen, wenn Sie als Politikwissenschaftler über politische Parteien reden wollen. Der eine Typ nennt sich Honoratiorenpartei. Das ist so eine typische Parteiformation aus dem 19. Jahrhundert, Frühparlamentarismus und so weiter. Hier betätigen sich eher weniger Parteimitglieder ehrenamtlich. Parlamentsdiäten werden im Deutschen Reich erst seit Beginn des 20. Jahrhunderts gezahlt. Man brauchte also einen anderen Brotberuf. Und weil man von der Politik nicht leben konnte, stammen die Parteimitglieder in der Regel aus den gebildeten Schichten. Und der Schwerpunkt von solchen Honorationsparteien sind in der Regel ihre Parlamentsabgeordneten. Die FDP kommt heute noch am ehesten diesem Typ nahe. Es gibt die kadergeleiteten Massenparteien. Das sind jene Parteien, die wir vorhin aus der Traditionslinie oder aus dem Kontext moderner Partei ausgegrenzt haben, die kommunistischen, die faschistischen Parteien, die mehr christlichen Orden ähneln als einer Funktionsstruktur innerhalb eines freiheitlichen Systems. Das sind Parteien, die ihren politischen Gestaltungswillen auf monistischen Grundlagen organisieren. Man weiß, was gut und richtig ist auf wissenschaftlicher Weltanschauungsgrundlage oder Kraft religiöser Offenbarung. Sie haben zumindest in den Eckpunkten ein klares Programmprofil. Oft legen sie Wert auf die Führerschaft der Besten, jene, welche die gesellschaftlichen Prozesse am tiefsten durchdrungen haben, die religiös überzeugtesten sind. Sie sind in der Regel dem Anspruch nach die Kernorganisation eines politischen Systems, das von ihnen nach ihren eigenen Vorstellungen gestaltet wird,
etwa das tausendjährige Reich oder die kommunistischen Staaten oder in etwas anderer Form die Islamische Republik Iran. Und sie verwenden den Staatsapparat als Transmissionsriemen dessen, was sie in ihrer Partei für richtig befinden und als Parteiwillen durchsetzen. Der Staat, ein Instrument in der Hand einer Weltanschauungspartei, die möglichst viele, möglichst straff geführte Mitglieder hat. Der dritte Parteityp ist die Catch-all-Party, eine Partei, die alle erreichen will. Auf Deutsch heißt das etwas schräg Volkspartei. Das sind Parteien, die dem Anspruch nach und der Praxis nach offen sind für fast alle und die für politische Systeme eine unglaublich große Leistung erbringen. Sie schaffen nämlich oder versuchen es, innerparteilich die Interessen ihrer Mitglieder und ihrer Wählergruppen auszugleichen. Die Folge ist, dass solche Parteien, die jeden ansprechen wollen, kein sonderlich profiliertes Programm haben können. Da muss für jeden was dabei sein. Das macht sie auch leicht untereinander kompatibel, weil es immer nur unterschiedliche Akzentuierungen gibt und immer große Schnittstellen von gemeinsamen Interessen. Aber es wird erkauft dadurch, dass eine bestimmte inhaltliche Profilschwäche entsteht. Und wenn Parteien wie die deutsche Sozialdemokratie daran gewöhnt sind, dass sie ein klares Profil haben, dann leidet so eine Partei an der eigenen Profilschwäche und sagt sich, wir brauchen wieder ein klares Profil, das geht aber nicht, wenn wir uns in der Regierungstätigkeit abschleifen lassen, wir müssen in die Opposition. Eine Volkspartei, die von rechts herkommt, die vom Konservatismus herkommt wie die CDU, der es auf die Stabilität des Staates und möglichst gutes Regieren ankommt, die sagt, ja mein Gott, was brauchen wir irgendwelche inhaltlichen Eskapaden? Wir verheißen ein rationales, beständiges Regieren. Und das werden die Leute schon schätzen. Wenn man aber zu viele Politikwenden macht und politische Entscheidungen trifft, die vielen Leuten eben nicht einleuchten, dann wird genau das in Aussicht gestellte beim Wähler in Zweifel gezogen. Wir haben noch den Typ der Klientelpartei. Das sind Parteien, die dem Anspruch und der Praxis nach offen sind, vor allem für Mitglieder einer besonderen Gruppe von Interessenträgern. Und die haben dann ein klares Programmprofil, haben dann aber in der Regel nicht die Fähigkeit, wirklich mehrheitsfähig zu werden. Die sozialistischen Parteien fangen allesamt als Klientelparteien der Arbeiterklasse an und brauchen lange Zeit, innerlich den Wandel zu einer Catch-all-Party anzunehmen. Sie sehen es wiederum schön am Beispiel der deutschen SPD nach dem Zweiten Weltkrieg. Man stellt sich wieder auf als die Partei, die nun die Interessen der werktätigen Deutschen vertritt und kommt von Wahlniederlage zu Wahlniederlage. Bis man sich auf dem Godesberger Parteitag 61 unter Befreiung von allen Traditionslasten oder von vielen Traditionslasten als eine moderne Volkspartei aufstellt und ein halbes Jahrzehnt später dann auch den Bundeskanzler stellen kann. Und dann haben wir die sogenannten Kartellparteien, das ist der neueste Parteityp und wahrscheinlich jener, dem die Zukunft für die nächsten Jahrzehnte gehört. Das sind Organisationen von professionellen politischen Führern, die das Ziel haben, in staatliche Führungspositionen aufzurücken und dort die mit diesen Positionen verbundenen Privilegien zu erhalten, anständige Gehälter, anständige anschließende Berufswege, politische Macht und die das Bestreben haben, sich ihre Machtmöglichkeiten nach Möglichkeit nicht durch zu viel Streit verderben zu lassen, die danach streben, die Transaktionskosten sich durchzusetzen, nicht allzu sehr ansteigen zu lassen. Und das heißt, wir wollen den Parteienwettbewerb möglichst gering halten. Keine schlafenden Hunde aufwecken. Demobilisieren und wenn es sein muss, asymmetrisch demobilisieren. Die Grenzen des Sagbaren verteidigen. Es gibt die Parteien, mit denen wir uns arrangiert haben, mit denen sind wir in der Konkurrenz, idealerweise koalieren wir nach der Wahl mit denen, dann können alle von uns ihre Posten behalten. Und dann gibt es die Parteien, die uns das Leben unangenehm machten, weil die bringen plötzlich Themen auf, mit denen wir etwas hilflos umgehen, die bringen politische Inhalte, die wir nicht mögen, mit denen wir uns nicht auseinandersetzen wollen. Und so sichert man sein Machtkartell. Als politischer Führer, idealerweise geht man in jungen Jahren in eine Kartellpartei,
schaut, dass man bald Mitarbeiter eines Abgeordneten wird, schaut, dass man bald selbst nominiert wird, schaut, dass man spätestens mit 40 Jahren Ministerpräsident ist. Oder in Österreich Bundeskanzlerin etwas noch jüngerem Alter. Das ist der heutige Parteityp, hochgradig professionell und unwillig, sich auf inhaltliche Konflikte einzulassen. Schauen wir nun auf die Organisationsmuster von politischen Parteien. Parteien unterscheiden sich im Zielkreis ihrer Mitgliedschaft. Wollen sie Klientelparteien oder Volksparteien sein? Sie unterscheiden sich im Umfang der Mitgliedschaft. Sind sie Mitgliederparteien mit 1 Million Mitgliedern, wie es die SPD, wie es die Union früher mal hatten, oder sind sie Wählerparteien, so wie die Grünen und die FDP Wählerparteien sind? In welchem Umfang werden die Mitglieder an der innerparteilichen Willensbildung beteiligt? Hier lautet die Einsicht, die schon Robert Michels, der große Parteiensoziologe, am Beispiel der deutschen Sozialdemokratie des Kaiserreiches gewonnen hat: Es gilt in Parteien das eherne Gesetz der Oligarchie. Parteien werden, wenn schon nicht von oben nach unten, so doch vom Funktionärskörper hin zur Mitgliederperipherie geführt. Die Frage lautet nur, wie schaut das konkret aus? Wie viele Flügel werden in einer Partei zugelassen? Wie stark ist die politische Wirksamkeit des zentralen Parteiapparats? Wenn eine Partei sich einen starken Apparat aus Funktionären leisten kann, die dann ihrerseits in der Regel die lokalen oder regionalen Gliederungen der Parteien führen, die ihrerseits die Masse der Delegierten auf Parteitagen stellen, naja, dann erwirbt seine Partei leicht die Beweglichkeit eines Tankers. Um einen berühmten Buchtitel eines berühmten Sozialdemokraten über die berühmte Partei namens SPD zu zitieren. Pluralistisch oder zentralistisch, so richtig pluralistisch, funktioniert es selten, denn dafür bräuchte man Parteiflügel, die einander auch offen bekämpften. Aber alle Umfragen in westlichen Demokratien zeigen, dass der Wähler nichts weniger schätzt als innerparteiliche Konflikte. Und folglich muss man innerparteiliche Konflikte möglichst unter den Deckel halten. Außerdem bieten innerparteiliche Konflikte dem politischen Gegner die allerschönsten Angriffspunkte, wie derzeit das Feldexperiment unter dem Namen AfD beweist. Gerade die Gegner der AfD freuen sich am meisten, wenn die AfD so auftritt, wie man sie doch eigentlich gar nicht gerne hätte. Um sagen zu können, hey, ihr von der Parteiführung, eure Behauptung, ihr werdet eine ganz normale Partei, stimmt doch nicht. Ihr habt doch den Mensch Meier bei euch und den anderen, der mit H beginnt, desgleichen. Woraus eine Parteiführung den Schluss zieht, das mit den Flügeln ist gar nicht gut. Und eine Parteiorganisation, die gar noch heißt der Flügel, sollten wir am besten auch nicht haben. Beobachten Sie bitte dieses laufende Experiment mit dem notwendigen analytischen Interesse. Also man kann auf Basisdemokratie hoffen, es setzt sich unterm Strich dann doch das eherne Gesetz der Oligarchie durch, weil man nur auf diese Weise das Offenkundigwerden von innerparteilicher Zerstrittenheit überkleistern kann. Welchen Stellenwert hat für eine Partei das Programm und die Programmdiskussion? Für Parteien, die aus der Linken, aus der sozialistischen Tradition kommen, ist das Programm unglaublich wichtig. Sozialdemokraten lieben Programmdiskussionen und Programmkommissionen. Für Parteien so aus der liberalen und konservativen Richtung ist Programm etwas, was es eigentlich nicht braucht. Das eigentliche Programm ist der Anführer oder die Anführerin und die Inaussichtstellung guten Regierens. Freilich, wenn man dieses Minimalprogramm dann eines Tages unglaubwürdig macht, schaut es schlecht aus. Dann erweist sich eine politische Partei dieser Art als inhaltlich entkernt. Eine Programmpartei wie die SPD kann dann immerhin noch eine Reformkommission zur Überarbeitung der Parteiprogrammatik einsetzen und sämtliche, die eine Anschlussverwendung nach Wahlniederlagen brauchen, dort einbinden. Mit dem Argument, gerade euren Sachverstand brauchen wir. Also, Programmparteien versus Wahlvereine. Welche Stellung, welchen Umfang haben die hauptamtlichen Parteimitglieder? Also was ist die Stärke der Funktionäre? Und dann, wie ist die Gewichtsverteilung zwischen parlamentarischer und außerparlamentarischer Partei? Im Idealfall sind parlamentarische und außerparlamentarische Partei gleich stark. Also jene Partei führen Parteimitglieder, die außerhalb der Parlamente sind. Aber der Idealfall ist sowas wie das Paradies für den gläubigen Menschen. Auf Erden ist das nicht zu kriegen. Geld und Mitarbeiter haben immer die Parlamentsfraktionen.
In den Parlamentsfraktionen ist der Sachverstand einer Partei, ist die Arbeitsfähigkeit einer Partei, die Organisationsfähigkeit einer Partei. Wer es nicht glaubt, schaue auf die Geschichte der FDP, als sie nicht mehr im Bundestag vertreten war und wie schwierig es die FDP gewesen ist, sich da durchzufrettern durch diese Zeiten, wo es auch in vielen Landtagen nicht gewesen ist und wie es dann ausnahmsweise mal wirklich auf Personen ankam, die im Weg einer Ein-Personen-Show dann zu substituieren versuchten, was an tatsächlicher Leistungsfähigkeit der Partei gar nicht da gewesen ist. Und hier spielt natürlich auch eine Rolle beim Verhältnis zwischen außerparlamentarischer und parlamentarischer Partei, wie die Parteien die Vereinbarkeit von Parteiamt und Parlamentsmandat regeln. Die Grünen, die ja die ganze Republik einst erneuern wollten, haben als eine der letzten ihrer Forderungen die unbedingte Forderung nach einer unbedingten Trennung zwischen Parteiamt und Parlamentsmandat aufgegeben. Und das hat ihnen ehrlich gesagt nicht schlecht getan. So, und anhand von all diesen Variablen können Sie Typologien für politische Parteien aufstellen, aber das will ich jetzt nicht tun. Blicken wir lieber auf das funktionale Selbstverständnis von Parteien. Manche Parteien verstehen sich als staatstragend, manche als revolutionär und werden entsprechend dann auch von außen verstanden. Also als revolutionär verstehen sich manche Teile der AfD. Sie haben mit dem gesamten politischen System gebrochen. Alles muss ganz anders werden. Ja, nicht vereinnahmen lassen vom System. Naja, entweder die AfD überlebt oder sie wird eine ganz normale staatstragende Partei. Das hat die Linkspartei, das haben die Grünen auch schon vorgemacht. Altparteien versus Protestparteien, naja, weil ja politische Systeme, Gottlob, lebendige Institutionengefüge sind, kommt es immer wieder zu neuen Parteien, insbesondere dann, wenn die bestehenden Parteien Repräsentationslücken aufreißen lassen, also Teile der Bevölkerung sich von den etablierten Parteien nicht vertreten empfinden. Naja, dann kann es zustande kommen, dass um jeweils aktuelle Themen und um vorzeigbare Anführer herum eine neue Partei entsteht, sich als Protestpartei versteht und, wenn ein Staat gut funktioniert, unweigerlich eingesogen wird vom etablierten System. Die bislang nicht Vertretenen sind dann auch vertreten und die bislang die Alternative und die Revolution fordernden werden überzeugt, dass das bestehende System so schlecht nicht ist, nur eben vielleicht verbessert werden könnte. Regierungsparteien versus Oppositionsparteien, einesteils ist das eine funktionale Zuweisung, andernteils wollen manche Parteien sehr gerne regieren. In Deutschland regelmäßig die Unionsparteien, die wollen regieren, die sind zu Tode unglücklich, wenn sie mal in der Opposition sind. Manche Parteien sind unglaublich gern in der Opposition, sie machen sogar lange innerparteiliche Debatten, ob eine Regierungsbeteiligung überhaupt in Frage kommen könnte. Und selbst wenn man umworben wird, wie derzeit eine sehr große, bedeutende deutsche Partei, beschleicht dann viele Parteimitglieder die große Sorge, was passiert mit uns, wenn wir endlich wieder mal regieren müssen. Dann gibt es noch Hegemonialparteien versus strukturelle Minderheitenparteien. Ich meine, wenn Sie in Deutschland eine Partei der stillenden Mütter aufmachen, dann ist diese Partei naturgemäß zur Rolle einer Minderheit verurteilt. Manche Parteien sind faktisch Minderheitsparteien, weil zu wenig Leute sie wählen. Das gilt etwa für die bayerische SPD, die allmählich unter das Naturschutzgesetz gestellt werden muss. Manche Parteien sind faktisch Hegemonialparteien und wollen es auch bleiben, wie etwa die bajuwarische CSU. Tja, und je mehr sich ein Parteiensystem aufsplittert, umso mehr strukturelle Minderheitsparteien werden sie haben. Schauen Sie auf das sächsische Parteiensystem. Lange Zeit gab es die hegemoniale CDU. Nach der nächsten Landtagswahl wird es etwas anders aussehen. So, auch hier kann man Typologisierungsmöglichkeiten für politische Parteien herausholen. Was prägt denn die Parteien? Was prägt denn ihre tatsächliche Beschaffenheit? Die zentralen Prägefaktoren stehen hier. Das kann ich jetzt nur im Geschwindmarsch Ihnen vor Augen führen, bedenken müssen Sie selber. Dass natürlich ein demokratischer Verfassungsstaat für Parteien andere Rahmenbedingungen setzt und andere Parteien hervorbringt als eine Diktatur, das ist selbstverständlich und muss nicht näher ausgeführt werden. Das Regierungssystem prägt auch das Parteiensystem, denn im parlamentarischen Regierungssystem brauchen Sie Parteien als Mannschaften. Dann nutzen Ihnen Wahlvereine von Individualisten relativ wenig.
Es unterscheiden sich auch die Parteien in ihrem Agieren danach, ob sie in einer Konkordanzdemokratie handeln, wie in Deutschland, oder in einer Konkurrenzdemokratie, wie im Vereinigten Königreich. Und wenn sie einen Bundesstaat haben, dann haben sie auch ein wesentlich feiner untergliedertes Parteiensystem mit Landesverbänden, Landespolitikern und so weiter, als wenn sie in einem Zentralstaat zugange sind, wo es unterhalb der gesamtstaatlichen Ebene auch für Parteien keine Machtmöglichkeiten gibt. Frankreich wäre dafür ein brauchbares Beispiel. Unmittelbar prägt natürlich das Wahlrecht die politischen Parteien. Wenn sie ein Verhältniswahlrecht ohne Sperrklausel haben, dann haben auch sehr kleine Parteien große Chancen. Wenn sie ein Verhältniswahlrecht mit Sperrklausel haben, wie in Deutschland, und die halbwegs hoch ist, dann haben sie ein Mehrparteiensystem, aber kein Vielparteiensystem. Wenn sie ein absolutes Mehrheitswahlrecht haben, mit zwei Wahlgängern, wie im Deutschen Kaiserreich oder wie in Frankreich, wo man im Wahlkreis die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen braucht, da gibt es im ersten Wahlkreis sehr häufig keine absolute Mehrheit. Es muss einen zweiten Wahlgang geben. Und für den bildet man dann Wahlkoalitionen zwischen eigentlich konkurrierenden Parteien. So entstehen Parteiverbünde, wo die Parteien zwar konkurrieren, aber im Zweifelsfall lieber miteinander paktieren, als der Opposition eine Chance zu lassen. So entstehen relativ fluide Parteiensysteme wie das französische. Und wenn sie ein relatives Mehrheitswahlrecht haben wie in Großbritannien, ja, dann ist es sehr leicht, dass man ein Zweiparteiensystem mit der einen oder anderen Nebenpartei bekommt, die dann einfach in manchen Regionen besonders stark verankert sind. Die konkrete Rechtsstellung der Partei macht einen gigantischen Unterschied. Dürfen Parteien frei gegründet werden von jedem, der will, oder braucht es für Parteien staatliche Anerkennung, was leider in sehr vielen Staaten der Fall ist, nicht bei uns, Gottlob. Was sind die Vorschriften über den erzwungenen Verlust der Rechtsstellung einer Partei? Es macht einen Unterschied, ob die Regierung eines Landes Parteien nach Lust und Laune verbieten kann oder Parlamentsmehrheit nach Lust und Laune politischen Parteien das Geld abdrehen können oder ob Parteien ihren Rechtsstatus nur durch zwei Maßnahmen verlieren, wie in Deutschland. Erstens Verbot durch das Verfassungsgericht oder zweitens Nichtbeteiligung an Wahlen über zwei Wahlperioden lang. Ja, und dann die Vorschriften über den inneren Aufbau einer Partei. Das prägt natürlich auch das Parteiensystem, aber das auszuführen, führte an dieser Stelle zu weit. Die wirtschaftliche Basis der Parteien macht einen Unterschied. Wie finanzieren sich die Parteien? Welche Vorschriften gibt es dazu? Dürfen Parteien eigene Wirtschaftsunternehmen aufrechterhalten? Kriegen sie vom Staat Geld? Unter welchen Bedingungen? Welche Offenlegungsvorschriften gibt es? Welche Transparenzanmutungen und folgende Kontrollmöglichkeiten gibt es? Und es ist auch wichtig, die Art der wirtschaftlichen Tätigkeit, die Parteien erlaubt ist. Deutschen Parteien, und das ist im Grunde auch nichts Schlechtes, ist es erlaubt, sich an Medien zu beteiligen. Naja, und die größte Medienholding in Deutschland unter den politischen Parteien hat die SPD, der auch die Sächsische Zeitung über eine Medienholding mitgehört. Was haben wir sonst noch für Prägefaktoren von politischen Parteien? Das Parteiensystem selbst. Wie schaut die Landschaft aus, in der Parteien sich bewähren müssen? Denn Parteien versteht man nur, wenn man begreift, das sind wie Wirtschaftsunternehmen auf heiß umkämpften Märkten. Sie sind Wettbewerber, die unter harter Konkurrenz stehen. Und der Stimmenmarkt ist ja nicht erweiterbar. Es gibt ein Nullsummenspiel. Es gibt die Wähler, die es gibt, und von denen kriegt man die Stimmen oder nicht. Und die Stimme, die ich bekomme, kriegt die andere Partei eben nicht. Und zu den Prägefaktoren des Marktes gehört die Anzahl der Wettbewerber. Agiert eine Partei in einem Zweiparteiensystem oder in einem Vielparteiensystem? Welche Typen sind die konkurrierenden Parteien? Und es kämen alle Typen, die wir vorhin aufgezählt haben, Kartellparteien, Honorationenparteien und so weiter. Und was sind die Spielregeln des Parteienwettbewerbs? Unter welchem Wahlrecht tritt man an? Wie sind die Wahlen getaktet? Und hat man in der politischen Kultur eher Konkurrenz- oder eher Konkordanzvorstellungen? Denn das prägt das, was den Parteien im Wettbewerb zugestanden wird. Nächster Prägefaktor, welche Erwartungen hat eine Gesellschaft an ihre Parteien? Die Maximalerwartung haben etwa die sozialistischen Parteien erfüllt. Parteien sind eine Art geistige Heimat für jene, die sich mit ihr identifizieren. Das Parteiprogramm muss politische Antworten aus einem Guss liefern. Das muss klare Prinzipien haben, mit denen muss ich mich identifizieren können, sonst ist das keine gescheite Partei. Die Minimalerwartung ist, eine Partei hat einfach Kandidaten zu präsentieren, die hoffentlich qualifizierter sind.
was der Kandidat, den die Amerikaner bei der letzten Präsidentschaft von einer bestimmten Partei präsentiert bekommen haben. Und man kann erwarten, dass eine Partei politische Macht pragmatisch verwaltet, anhand zwar weniger, aber dann immerhin verlässlich eingehaltener Prinzipien. Das ist ehrlich gesagt die Erwartung, die ich Ihnen empfehle, an politische Parteien zu hegen. Wer eine geistige Heimat sucht, der soll zu einer Glaubensgemeinschaft gehen, aber nicht zu einer politischen Partei. Von der erwartet man ohnehin meistens schon mehr, als sie leisten kann, wenn man von ihr praktische Vernunft erwartet. So, und dann haben wir noch die Beschaffenheit der Gesellschaft. Auch das prägt die politischen Parteien. Der zentrale Begriff lautet Cleavage. Unter Cleavage versteht man in der Parteiensoziologie tiefgreifende gesellschaftliche Konflikte, an denen sich Parteistrukturen ausbilden. Etwa, vorhin beschrieben, der Konflikt zwischen der entstehenden Arbeiterklasse und der bourgeoisen, zum Teil noch feudalistischen europäischen Gesellschaft. Da bilden sich dann liberale, konservative und sozialistische Parteien auf und bleiben auch noch dann bestehen, häufig, wenn der Konflikt aufgelöst ist. Der neue Konflikt, der neue Cleavage, der unsere europäischen Gesellschaften kennzeichnet, ist der Cleavage zwischen jenen, die eine migrationsoffene europäische Gesellschaft befürworten und jene, die dem skeptisch gegenüberstehen, zwischen jenen, die eine multikulturelle Gesellschaft haben wollen und solchen, die eine Gesellschaft haben wollen, in der die länger schon im Lande bestehende Kultur auch weiterhin bestehen soll. Um genau diesen Cleavage herum sind überall in Europa rechtspopulistische Parteien entstanden. Und dieser Cleavage ist sträflich in Deutschland unterschätzt worden. Als hier in Dresden der Rechtspopulismus begann, sich zu zeigen, haben manche doch wirklich in aller Schlichtheit des Gemüts geglaubt, das sind ein paar Rassisten und Faschisten. Mit ein paar Gegendemonstrationen müssen die sich doch von der Straße verscheuchen lassen. Wenn man bei Demonstrationen von Pegida das Licht ausknipst, dann kriegen die Angst, schämen sich und bleiben zu Hause. Es wurde überhaupt nicht begriffen, dass der neue Großkonflikt der europäischen Gesellschaften inzwischen auch Deutschland ereilt hat und dass, wenn man die Sorgen von Leuten, die Bürgerrechte haben, nicht ernst nimmt, man am Schluss bloß in Hundertschaftsstärke eine rechtspopulistische Partei im Parlament hat. Aber wie gesagt, unter Politikern und unter politisch in der Öffentlichkeit sich Betätigenden darf man es mit den Anforderungen an Vernunft und an strategischen Weitblick ganz offenkundig nicht zu weit treiben. Und es unterscheiden sich Parteien danach, wie stabil jene sozialen und soziomoralischen Milieus sind, in denen Parteien wurzeln können. Der Sozialdemokratie ging es so lange gut, wie es noch ein klares Arbeitermilieu gab. Aber seitdem das Arbeitermilieu durch sehr erfolgreiche und wichtige Bildungsreformen aufgelöst wurde, also das Arbeitermilieu weitgehend verschwunden ist und stattdessen es ein Akademikermilieu gibt, um das dann freilich nicht mehr die SPD allein erfolgreich konkurrieren kann, ist der SPD ihre soziomoralische Basis ein großes Stück weit weggebrochen. Und seitdem in dem beschriebenen Konflikt die sozialdemokratischen Parteien Europas mehr zu Parteien für Minderheiten und kulturelle Identitäten, die es zu verteidigen gilt, geworden sind, als zu Parteien, die die Interessen der sozial Schwachen an die erste Stelle rücken, beobachten wir querfrontartige Wählerbewegungen von linken Parteien hin zu rechtspopulistischen Parteien, weil sich Milieus auflösen unter dem Druck von Globalisierung und Modernisierung. Und wenn Parteien nicht darauf reagieren, geht es ihnen wie Spezies, die sich in eine ökologische Sackgasse hineinentwickelt haben. Das alles sind also Prägefaktoren von politischen Parteien und das alles verdient eine nähere Betrachtung und aktuelle Diskussionen, die im Vorfeld der kommenden vorgezogenen Neuwahlen ganz gewiss sich wieder ausbreiten werden oder spätestens bei den nicht vorgezogenen Neuwahlen kommen werden, können zur Vertiefung dessen dienen, was ich Ihnen hier knapp dargestellt habe. Blicken wir abschließend noch auf die Funktionen von Parteien, ohne hier zu sehr ins Detail gehen zu können. Politische Parteien sind die zentralen Bindeglieder zwischen politischem System und Gesellschaft. Sie wurzeln in der Gesellschaft, wie auf einer früheren Folie beschrieben, und ihre Führer betreiben die hohe Politik. Nationale Parteiführer sitzen in der Regel in der nationalen Regierung. Die Führer von Landesverbänden von Parteien sitzen in der Regel in der Landesregierung oder bilden in den entsprechenden Parlamenten die
Häuptlinge der jeweiligen parlamentarischen Opposition. Politische Parteien haben die Responsivitätsfunktion. Sie haben Wünsche, Interessen, Sichtweisen in der Bevölkerung aufzugreifen, ihnen Ausdruck zu verleihen, sie in das zentrale politische Entscheidungssystem hineinzutragen. Sie haben der Bürgerschaft zu zeigen, es gibt Leute, die verstehen, was euch betrifft. Das, was ich bei Parlamenten ausgeführt habe über Responsivitätsfunktion, es wird exakt über Parteien vollzogen oder eben nicht. Und wenn politische Parteien aus welchen Gründen auch immer beschließen, ein bestimmtes Teil der Wählerschaft nicht länger vertreten zu wollen, im deutschen Fall jene, die sich nicht als links empfinden und die sich nicht als mittig empfinden, sondern die sagen, hey, wir sind Rechte und wir sind auch noch stolz darauf, rechts zu sein. Wenn die etablierten Parteien sagen, dieses Gelichter geht uns nichts an, tja, dann müssen die sich nicht wundern, dass eine Partei von Rechten für Rechte entsteht und in den Parlamenten auf rechte Politik hinwirkt. Da kann man bloß sagen, selber schuld. Ihr hättet ja dem Aufreißen einer Repräsentationslücke entgegenwirken können. Und weil im Fall der deutschen Diskussion ich das den zuständigen Parteien seit mindestens 4 bis 5 Jahren auch mit einiger massenmedialen Wirksamkeit immer wieder sage, hält sich mein Mitleid mit den Krokodilstränen verströmenden CDUlern und SPDlern ob des Aufkommens der AfD in sehr, sehr engen Grenzen. Politische Parteien haben die Führungsfunktion. Sie haben nicht einfach sozusagen Verstärker öffentlichen Lamentierens zu sein. Sie haben nicht einfach nur zu sagen, um Gottes Willen, ihr Bürger, ihr habt recht, das ist ja ganz furchtbar. Wir demonstrieren an eurer Seite und werden im Parlament dann auch darüber klagen. Nein, politische Parteien haben politische Führung auszuüben. Sie haben, wenn es die Chance gibt, zu regieren. Politische Parteien haben dasjenige, was ihre Wählerschaft beschwert, in problemlösende Regierungspolitik umzusetzen. Und sie haben nicht vor der Regierungsverantwortung Fahnenflucht zu begehen. Die Führungsfunktion impliziert ferner das, was wir in der Stunde über Parlamente in den Worten Ernst Fraenkels genannt haben, die Veredelung des empirisch vorfindbaren Volkswillens zu jenem hypothetischen Volkswillen, den die Leute dann hätten, wenn sie sich über Politik so gründlich belesen und so gründlich einen Kopf machen könnten, wie das hauptamtliche Politiker tun können. Das heißt, politische Parteien haben nicht einfach als Verstärker von Bevölkerungsressentiments zu wirken, sondern sie haben zu sagen, Freunde, wir verstehen, was ihr wollt, aber dies und jenes, was ihr wollt, würde zu dem und dem führen. Es wäre nicht in eurem mittelfristigen oder langfristigen Interesse. Denken Sie an die Stunde über Interessengruppen und Interessentypologie. Folglich werden wir, um eure echten langfristigen Interessen zu erfüllen, folgende Maßnahmen ergreifen. Sie werden mit folgender Wahrscheinlichkeit auch funktionieren. Also beschimpft uns nicht, sondern zieht mit, auch wenn ihr im Moment noch nicht begreift, dass unsere Politik für euch gut ist. Parteien müssen sich hinstellen, und zwar gerade vor dem politischen Gegner. Das Schlimmste, was politische Parteien machen können, ist Feigheit vor dem Feind. Und das heißt, ja, nicht zu Diskussionen gehen, wo politische Gegner der Igitt-Igitt-Art sind. Das heißt Kommunikationsverweigerung. Das ist Flucht aus dem politischen Nahkampf, den Parteien führen müssen, wenn sie politisch führen wollen. Und das ist eine ihrer Aufgaben. Und obendrein sind politische Parteien Personalmärkte. Politische Parteien ziehen Menschen an, die in die Politik gehen wollen. In politischen Parteien erwirbt man so die Grundausstattung politischer Kenntnisse. Wie geht man miteinander um? Wie baut man Bündnisse? Wie setzt man sich durch? Dort wird man sozialisiert. Und Parteien präsentieren dann dem staunenden dem Publikum Kandidaten, und zwar hoffentlich auch gute. Und all diese Parteienfunktionen sind nichts anderes als Spiegelbilder der Funktionen von Parlamenten, die eben durch Parteien als Subsysteme repräsentativer Demokratie ausgeführt werden. Und folglich ist klar, dass Parteien viel, viel mehr leisten als das, was im Grundgesetz drinnen steht, nämlich die Mitwirkung an der politischen Willensbildung des Volkes. Wer sich vorstellt, das Grundgesetz sei eine Art Grundbuch, politische Parteien dürfen nur das tun, was ausdrücklich drinnen steht, ja, mein Gott, dem ist nicht zu helfen.
Das Grundgesetz ist eine Rolle von Spielregeln. Es kommt auch keiner auf die Idee, dass Fußballspieler auf dem Platz nur das tun dürften, was in den Fußballregeln ausdrücklich vorgesehen ist. Da steht nichts drin von Naseputzen oder Ausspucken. Und trotzdem tun das die Fußballspieler. Und so tun die Parteien auch mehr, als in der Verfassung steht. Schlussfolie. Parteien haben auch etliche Probleme. Verankerung ihrer Gesellschaft muss immer wieder gesichert werden. Sie müssen leistungsfähige Mitglieder rekrutieren können. Sie müssen von Bürgern akzeptiert werden und ihr Streit muss akzeptiert werden. Und sie überfordern sich leicht selbst, wenn sie alles und jedes versprechen. Wenn wir an die Macht kommen, hat jeder einen gigantischen Vorteil. Ehrlich gesagt, Politik ist sowas Kompliziertes, dass Parteien schon an die Grenze des Versprechbaren gehen, wenn sie sagen, wir werden zumindest den bestehenden guten Zustand aufrechterhalten können. Aber so ist die Welt nicht, wie Sie gerade in diesen Tagen und Wochen sehen. Betrachten Sie das parteipolitische Spiel, dessen Zeuge wir demnächst wieder werden, mit jenem analytischen Interesse, das einem Politikwissenschaftler ohnehin eignet und das Sie jetzt durch geeignetes Denkwerkzeug auch noch verbessert in die beobachtende und analysierende Praxis umsetzen können. Tschüss, bis nächste Woche.